Jo. Hallo Leute. Frohe Weihnachten. Ich habe ja gesagt, es gibt noch ein Video nach dem Flachbrettchenumbau. Und ja, der Flachbrettchenumbau ist gemacht. Hier ist das Baby jetzt und ja, ich bin total happy und dass endlich alles gemacht ist. Auto ist auch jetzt soweit fertig, war noch mal in der Werkstatt, sind noch ein paar Sachen gemacht worden. Und jetzt warten wir auf die Kabine. Abholtermin haben wir auch schon. Anfang März, am 12. März können wir die Kabine dann endlich abholen. Und dann geht es endlich wieder los. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten, ein paar Sachen vorbereitet. Ich gehe gleich mal rum, ein neues Soundsystem noch einbauen lassen von ACR, weil an die Kabine eine Kamera kommt mit zwei Objektiven, die wir dann auch als Rückspiegel nutzen können. Und das System, was drin war vom Ford, hat die Funktion nicht gehabt, dass dann die beiden Kameras hätten vernünftig arbeiten können. So haben wir jetzt ein Display, wir können die Kamerafunktion aufrufen, können beide Kameras gleichzeitig aufrufen und haben damit einen guten Überblick, vor allen Dingen auch nach hinten. Jo, und hier haben wir dann das Monstrum, die Anhängerkupplung. Die fliegt auf jeden Fall runter, die brauche ich nicht. Da ist dann im Grunde genommen, die Kabine steht eh hinten über und das frisst richtig Gewicht, das Ding. Und die Steckdose, die wird hier dann an der Aluleiste festgemacht und dann ist halt auch alles ordentlich. Und die Anschlusspunkte für die Anhängerkupplung, die sind ja nach wie vor da. Und wenn man mal rausgezogen werden muss, dann kann man da auch im Zweifel Seile fixieren. Dann haben wir ja hier Britsche, aber da sage ich gar nicht so viel zu. Ich bin froh, dass er drauf ist. Der Jens hat ein super Video gemacht von dem Umbau und da kann sich jeder angucken. Das ist echt top, auch im Detail, wie es geht. Wir sind einfach froh, dass das Ding drauf ist und dass dann die Kabine kommen kann. Was noch gemacht wurde, ist der Umbau im Ranger selber. Da haben wir zum einen ein neues Soundsystem installieren müssen, weil an die Kabine kommt eine Doppelkamera hinten dran. Und da habe ich dann die Möglichkeit, die Kamera direkt aufzurufen. Ich kann sie als Rückspiegel benutzen und ich brauche dann halt eben ein geteiltes Display, weil ich dann mit beiden Optiken gleichzeitig gucken kann. Hier unten ist noch der ganze Kabelgedöns, das ist schon alles vorbereitet. Und wenn die Kabine dann im März kommt, dann geht sie im Wohnkabinencenter drauf. Und wenn sie dann drauf ist, dann geht es direkt weiter zu ACR, wo dann auch die letzte Verbindung gemacht wird. Die Kamera wird so befestigt, dass wenn wir die Kabine absetzen, man kann sie ja runterholen, nur ein Stecker gelöst werden muss und damit dann auch die Kameraverbindung weg ist. Ja, so sieht er aus jetzt. Eigentlich tipptopp, schön geworden. Ansonsten alles wie gehabt, Britsche ist weg, bin ich auch froh. Nochmal danke, Grüße an Thomas, wenn du das hier siehst. Ich hoffe, das Ding ist mittlerweile lackiert und auf deiner Karre drauf. Und die Kabine selber, da sind wir jetzt noch am Diskutieren. Da warten wir noch auf Feedback vom Wohnkabinencenter. Ich habe jetzt überlegt, dass es Sinn macht, oder wir haben überlegt, dass wir entsprechend Alugasflaschen einbauen im System, um LPG tanken zu können, damit dieses ganze Flaschenwechselgedönse aufhört. Da checken die Jungs gerade noch vom Wohnkabinencenter, ob und wie das machbar ist, aber ich denke, das ist kein Problem. Und damit ist die Kabine dann auch so, wie wir sie haben wollen, wenn uns in den nächsten 2 Monaten nicht noch irgendwas einfällt. Aber wenn die Kabine da ist, dann mache ich mal eine kleine Roomtour. Letzten Endes die 8 FE, die ist bekannt. Der Jens hat da auch schon tolle Videos zu gemacht und immer sehr detailliert. Aber sie sind natürlich individuell, die Kabinen, sind nicht alle gleich ausgestattet. Und mal gucken, wie wir Lust haben, ob wir da mal durchgehen. Aber ich denke,
das Projekt SEM rund zu machen und abschließen zu können. Bis zu dem Zeitpunkt ist es vielleicht ganz interessant für einige, wenn wir mal durchgehen und zeigen, wie wir die Kabine so ausgestattet haben und vielleicht die ein oder andere kleine Besonderheit. Ja, ansonsten ist Weihnachten und langsam wird auch kalt. Heute hat erstmal ein bisschen geschneit hier bei uns und heißt jetzt warten, planen, Gedanken machen, wo so die ersten Touren hingehen. Es gibt zwei Favoriten, da müssen wir mal gucken, wie sich Corona entwickelt. Aber im Moment ist die Entscheidung noch am Werden, Nordschweden oder Schottland und Shetlands. Da wissen wir nicht genau, müssen wir mal sehen. Ist vielleicht doch dann einfach eine Tagesformentscheidung. Ja, in diesem Sinne, euch allen ein schönes Weihnachten noch. Ich hoffe, es hat für alle gepasst, trotz Corona. Kommt gut ins neue Jahr und vor allen Dingen kommt gesund ins neue Jahr. Und dann hoffen wir alle mal, dass der ganze Stress mit Corona irgendwann echt vorbei ist oder so im Griff ist, dass man wieder in Ruhe fahren kann und schön die Reisen planen kann. In diesem Sinne, wenn es irgendein Update gibt, ein größeres, dann melde ich mich. Und ansonsten, jo, bis dahin gute Zeit und passt auf euch auf. Ciao!